Mindener Tageblatt. Bei den Bauarbeiten in der Bäckerstraße in Minden ist Winterpause. Vom 15. November bis 6. Januar stehen die Bagger still. An den Bauarbeiten ist geschafft worden mehr als geplant. Ich sage mal, die Marienstraße war so in dem Umfang jetzt nicht geplant, die Pflasterarbeiten dort fertigzustellen. Es ist bis jetzt geschafft worden, der komplette Regenwasserkanal, die Gaswasserleitung wurde komplett verlegt, neu verlegt mit sämtlichen Hausanschlüssen in die Keller rein. In den Kellern wurde alles komplett neu gemacht. Also Schwierigkeiten, das geht quasi morgens um 7 los, ab da hat man nur Problembewältigung. Weil das Bauen unter menschlichem Verkehr hier ist extrem problematisch. Man muss immer aufpassen, man kann nicht so arbeiten, wie als wenn man irgendwo auf einem freien Feld arbeiten würde. Man muss immer damit rechnen, dass irgendwer einem vor den Geräten herläuft. Es ist alles extrem eng. Nach der Winterpause muss noch die komplette andere Seite der Bäckerstraße, die gegenüberliegende Seite, ausgebaggert werden. Ausgekoffert werden. Es müssen noch die Grundwasserleitungen in die Keller eingebaut werden. Es müssen noch Schutzrohre verlegt werden. Es müssen die Tragschichten eingebaut werden. Es muss das Pflaster eingebaut werden. Fertig sein wollen wir normalerweise April, Mai nächsten Jahres. Aber es kommt generell darauf an, wie lang der Winter ist. Wie schon gesagt, am 6. Januar wollen wir starten, wenn es das Wetter zulässt. Wenn wir natürlich einen starken Winter bekommen wie letztes Jahr, dass wir denn zu April noch richtig Frost haben, dann verlängert sich dementsprechend die Bauzeit.